Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist es heute mal ein Unboxing-Video. Ich habe mir, wie ihr sehen könnt, hier ein Riesenpaket bestellt bei einem Bastelbedarfshändler quasi. Ist keine Kooperation, habe ich alles selber bezahlt. Keine Werbung quasi. Ich versuche auch die Marke nicht zu zeigen, den Shop nicht zu zeigen, damit es halt auch keine Probleme gibt. So. Trotz alledem möchte ich euch zeigen, was hier alles so drin ist. Und zwar nehmen wir einmal das Papierchen raus. Ich habe mir bestellt Kränze für zum Basteln. 5 Stück? Okay, anscheinend war das vielleicht eine... Okay, 5 Stück. Ja gut, ich dachte, ich hätte nur einen bestellt, aber gut. Sind jetzt doch 5 Stück. Dann habe ich mir eine riesige Packung von Heißklebepistolen Glue Sticks oder wie die heißen bestellt. Und dann einmal ein kleines Päckchen Stecknadeln. Das ist jetzt nicht so interessant, würde ich jetzt mal sagen. Das Interessante kommt erst. Und zwar dann einmal hier solche Säckchen. Das ist auch so eine Großhandelspackung quasi mit 10 Stück sind da, glaube ich, drin. Und die benutze ich für Lavendel. Also da werde ich Lavendel drauf machen, beziehungsweise reinmachen und hier noch irgendwas draufstempeln oder so. Und das kann dann halt in den Schrank oder sowas und oder verschenkt werden, zu Weihnachten, wie auch immer. Dann ganz viele... Einmal... Tada, eine Großhandelspackung auch von weißen Garn. Weißes Garn, finde ich, braucht man immer. Das ist auf jeden Fall etwas, was von dem man nie zu wenig haben kann. Genauso wie schwarzes Garn habe ich mir bestellt. Und dann wieder hier diese Gutscheine. Organza-Bänder. Ganz viele Organza-Bänder. Damit kann man auch wahnsinnig viel Deko machen. Und in Rot, in so ein Rosé, ein bisschen dicker. Und dann halt so ein cremefarbenes. Dann versteckt sich hier noch eins, und zwar Orange. Orange passt ja jetzt auch großartig zu Herbst, also zu der Herbstsaison. Kennt ihr das auch, wenn man irgendwie was bestellt? Dann weiß man manchmal gar nicht, was man bestellt hat. Aber, ja, das sind meine Terrakotta-Töpfchen. Und zwar Terrakotta-Töpfchen für Weihnachten oder halt auch jetzt für so ein paar Basteleien. Da kann man nie genug von haben, weil die sind, also das, da kann man wirklich alles Mögliche mitmachen. Solche Terrakotta-Töpfchen. Die sind großartig für Weihnachten zum Beispiel. Da kann man mit Tannenzapfen wundervolle kleine Tischdekorationen machen. Oder auch Weihnachtsbaumdekorationen. Und die habe ich mir einmal in klein bestellt. Und einmal habe ich mir die noch ein bisschen größer bestellt. Das müsste dann das hier sein. Und zwar gucken wir einmal. Ja, es ist wieder mal so gewesen, in dem Online-Shop, wo ich das bestellt habe, gab es dann wieder so eine Aktion, 69 Euro, irgendwie für 69 Euro kaufen und 5 Euro oder beziehungsweise ab 69 Euro bekommt man die Versandkosten geschenkt. Und dann hatte ich noch einen 5-Euro-Gutschein per E-Mail bekommen und dann neigt man auch dazu, wirklich das dann auch voll zu machen. Also einmal hier Terrakotta-Töpfchen in ein bisschen größer, auch so 10 Stück. Einmal Kerzendochte. Und zwar habe ich gedacht, bei den Yankee Candle Kerzen zum Beispiel, Werbung durch Markennennung, ich habe da nichts zu tun mit der Firma eigentlich, ist es ja so, dass immer wieder so ein bisschen Wachs übrig bleibt an den Ecken. Und wenn man das dann wegschmeißen soll, habe ich mir überlegt, gieße ich mir dann vielleicht einfach neue Kerzen draus. Und ich habe mir bestellt eine Rolle Magnetklebeband, da habe ich auf Instagram einen riesen eine tolle Bastelidee gesehen, wo einfach jemand mit diesen Klebebändern sich so eine Dies- oder beziehungsweise Stanzschablonen Aufbewahrungsmöglichkeit gebastelt hat, und das werde ich jetzt auch machen, weil das Problem mit diesen Schablönchen ist ja, dass sie alle winzig sind und irgendwie,
verloren gehen, wenn man nicht genau aufpasst. Und ich habe mir noch bestellt einmal Steinchen für die Heißklebepistole, einmal Strasssteinchen, drei verschiedenen Größen und ja, einfach Farben und so weiter. Und ich glaube, das war es auch schon. Das ist mein kleiner Haul. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich werde auf jeden Fall ja, wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen was zeigen, was ich mit dem ganzen Kram mache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.